Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Ich habe mich heute mal bei der Feuerwehr reingeschmuggelt und neben mir ist der René, der stellvertretende Jugendwart. Und hier ist am Wochenende nämlich ein bisschen Aktion los bei der Feuerwehr. Da macht nämlich die Feuerwehrjugend ein sogenanntes Berufsfeuerwehrwochenende. Berufsfeuerwehrwochenende. Das heißt, die machen hier alle Stationen durch, die es so gibt und alles, was man so live im Leben erleben kann. Jetzt kommt der Florian, das Weg ist der Rand. Und er sieht dich hier liegen. Flori, deine Patientin, es ist niemand da. Hallo, kennt ihr mich wieder? Und das wird sogar noch spannender, das wissen die. Ist gar keiner hier? Noch nicht. Es geht nämlich morgen richtig auf Übung, in Einsatz. Und die DLRG ist mit dabei. Herzliches Dankeschön hier an die DLRG. Das Waldbad unterstützt die ganze Aktion mit. Und ich glaube mal, die Kinder sind auch alle ganz aufgeregt. Wie gesagt, das Camp steht bereit. Die pennen jetzt 2 Nächte hier. Ja. Und werden auch einige Sachen denn erleben. Bis hin zum, das habe ich hier schon mal gerade eben so eingeblendet, Brandverletzungen zum Beispiel werden hier dargestellt und können auch mal betrachtet werden, wie das dann mal so in geschminkter Art und Weise aussieht. Und was Sie morgen noch so erleben, das hänge ich dann hinten an dieses Video noch ran. Schön. Nee. Danke erstmal hierfür und danke an euch, dass ihr so eine Aktion hier mit den Jugendlichen macht. Finde ich richtig toll. Und wir werden sehen, was draus wird. Tschüss von hier. Bis nachher. Ja, du sag mal, Samstagmorgen hier im Waldbad, Feuerwehr hier voll im Einsatz. Was für ein Chaos ist hier eigentlich? Ein Schwimmbadbrand, weil du nicht gut kochen konntest. Wasser brennt, ich sehe es ja. Ja, das Wasser brennt. Nein, Wasser hat Top-Temperatur. Man kann also schwimmen gehen ab heute, will ich mal so sagen, oder? Ja. Nein, aber unsere Jugendlichen dürfen nicht schwimmen gehen. Die müssen vorher hart ran in Form von Brandschutz, da wir dieses Jahr eine Großübung geplant haben mit der Zusammenarbeit von DLRG und DRK. Haben wir uns gesagt, haben wir mal einen Gebäudebrand mit mehreren Verletzten. Ja, ich spüre was. Elferne Anzahl, die haben halt Rauchgasvergiftung, irgendwelche Verbrennungen. Andersrum, eins zum Gruppenführer, wir holen sie erstmal so raus. Vielleicht Prellungen, je nachdem, wo sie gestürzt sind. Und die Jugendlichen sind heute sehr doll gefragt in Form von Personenrettung aus dem verbrannten Gebäude und dann Transport zum Behandlungsplatz von DRK und DRG. Also haben die vollen Einsatz heute, müssen wir richtig ran. Ich sehe, da hinten steht noch Zelt, da schlafen die noch alle. Nee, wir waren heute Morgen schon um 6.30 Uhr raus zu einer Ölspur. Oha. Und ja, wir Betreuer sind drauf gespannt, wie die Jungs nachher reagieren, wenn es dann losgeht. Hier, ein Fuß. Okay. Gruppenführer von Andersrup 2 kommen, vermutlich verletzte Person. Ich bin auch noch. Hallo. Hallo. Okay, dann nehmen wir euch mal mit rein, wo die ganzen Verbrannten rumliegen und gucken mal, was da so los ist. Wie viele Verletzte haben wir eigentlich? Was ist denn hier überhaupt los? Hier ist so viel Feuerwehr und Rettungswagen. Was ist denn passiert hier? Wir machen zusammen mit der Freiwillige Feuerwehr Burgwalde eine Ausbildungsübung mit dem Rettungsdienst zusammen von Delto. In der Hinsicht, wie soll ich jetzt sagen? Na, ihr habt hier einen Haufen Verletzte, habe ich gesehen hier. Und wo richtig, gibt es hier Todesfälle oder so? Todesfälle gibt es nicht.
nur in der Hinsicht Schwerverletzte, Leichtverletzte, so das, was wir auch im, wie soll ich jetzt sagen, im realistischen Fall auch haben. Das wollen wir hier üben, wie wir mit Patienten umgehen, mit dem Rettungsdienst, Übergabe. Das muss halt öfters geübt werden und deswegen heute die Übung hier. Sehe ich, ist ganz schön voll hier drin, wenn jetzt noch Zähne kommen, ist... Dann hätten wir in der Hinsicht sozusagen den Behandlungsplatz BAB 25 angefordert. Ja. Da haben wir dann in der Hinsicht noch 4 Zelte mit ganzem Equipment dazu und dann wären auch noch mehr Einsatzkräfte hier vor Ort gewesen. Okay, also hier für die... Für diese Übung oder für die Ausbildung in der Hinsicht reicht das voll aus. Wenn es mehr wäre, dann wäre es natürlich mehrere Einsatzkräfte. Gut, vielen Dank und viel Erfolg hier. Danke. Ja. Willst du noch irgendwen grüßen? Meine Mutti. Hallo Mutti, ich bin im Fernsehen.